Sechs wichtige Änderungen für Rentner ab Juli 2023, was Sie unbedingt wissen sollten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Ich habe hier einen Zettel in der Hand mit ganz, ganz vielen Änderungen, die im Juli 2023 greifen. Ich habe mir einfach mal wieder die sechs wichtigsten Änderungen rausgesucht, die vor allen Dingen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland betreffen können oder sogar betreffen werden. Fangen wir einfach an. Starten wir wie immer gleich voll durch. Ab 1.7.2023 fällt das Antragsrecht für die Energiepreispauschale für Rentner weg. Deshalb kann ich nur empfehlen, wer noch nicht die Energiepreispauschale bekommen hat, bitte bis zum 30.06. bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee die Energiepreispauschale beantragen. Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum. Ich werde dazu nochmal ein gesondertes Video mit den Antragsformularen fertig machen, noch vor dem 30.06. Zweite Änderung, die ganz wichtig ist, die kennen Sie schon alle, aber sie greift tatsächlich zum 1.7. Das ist die Rentenerhöhung zum 1.7.2023. Der Bundesrat hat am 16.7., ich zeige Ihnen das mal hier, der Rentenerhöhung zum 1.7.2023 zugestimmt. Ja, wir sehen es hier, der Bundesrat stimmt der Rentenerhöhung Ost-West zu. Die kann dann also am 1.7. wie geplant in Kraft treten und wir haben hier zum einen die Rentenangleichung Ost-West, das heißt also die Erhöhung beträgt im Westen 4,39%, auch das kennen Sie schon, und im Osten 5,86%. Wir haben einen einheitlichen Rentenwert, nämlich jetzt mit 37,60 Euro, das heißt also hier fällt ein ganz wichtiger Unterschied in der Rentenberechnung weg. Die jährliche Anpassung ist praktisch notwendig, weil sich Löhne und Gehälter im Vergleich zum Jahr 2022 doch schon erhöht haben. Für Landwirtinnen und Landwirte verändert sich auch der Rentenbezug. Der dort allgemeine Rentenwert beträgt dann im Westen 17,36 und im Osten 17,33 pro persönlichen Entgeltpunkt. Also Sie sehen, hier geht schon wieder mal ein bisschen was los. Gucken wir uns mal die weiteren Änderungen an. Dritte Änderung. Die neuen Rentenbescheide wegen der Rentenanpassung 2023 kommen. Seit dem 16. Juni 2023 werden durch den Rentenservice der Deutschen Post Millionen Anpassungsbescheide versandt. Ende der Versendungsaktion ist der 26.07.2023, also Ende Juli diesen Jahres. Bitte beachten Sie, die Rentenanpassungsbescheide sind etwas anderes als die normalen Rentenbescheide, wenn Sie erstmals eine Altersrente bekommen. Die Rentenanpassungsbescheide werden nach einem bestimmten System versandt. Dazu werde ich auch nochmal ein kurzes Video drehen. Aber die meisten der 21 Millionen Bestandsrentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen seit dem 16. Juni 2023 diese Anpassungsbescheide zugeschickt. Also bitte achten Sie darauf, dass auch die Berechnungen korrekt sind. Nehmen Sie einfach einen Taschenrechner in die Hand und prüfen Sie, ob die Prozentangaben in den Bruttorenten dann auch tatsächlich stimmen. Die vierte Änderung, und die bringt ein bisschen Feuerwerk sozusagen in die Gemüter, das ist ab dem Juli 2023 haben wir höhere Beiträge zur Pflegeversicherung und ein wenig mehr Leistungen ab dem Jahr 2024. Am 16. Juni hat auch hier der Bundesrat, Sie sehen es, dem Pflegegesetz zugestimmt in seiner Plenarsitzung. Ja, also ich habe das hier nochmal, hier sehen Sie es nochmal, der Bundesrat war so nett und hat also hier eine Zustimmung zum Pflegeunterstützung und Entlastungsgesetz formuliert. Er hat aber auch gleichzeitig gesagt, er fordert Reformen der Notfallversorgung. Ganz wichtig ist also hier in dem Zusammenhang oder in Kürze die Änderungen, die der Gesetzgeber hier vorgeschlagen oder vornehmen wird zum 1.7. In zwei Schritten soll die Pflegeversicherung reformiert werden. Ja,
Reform heißt ja immer, da muss was nachher zum Schluss auch erkennbar für die Versicherten bei rausspringen. Da kann man sich natürlich wieder trefflich streiten, ob das tatsächlich eine Reform ist. Zum 1. Juli 2023 soll die Finanzgrundlage der gesetzlichen Pflegeversicherung stabilisiert werden, was so viel bedeutet, die Beiträge zur Pflegeversicherung werden angehoben. Und zum Weiteren, es soll dringende Leistungsverbesserungen bereits im Januar 2024 ermöglichen. Das heißt also, die Beitragserhöhungen sollen dann auch dazu führen, dass Versicherte in der Pflege ab 2024 mehr Pflegegeld zum Beispiel bekommen und andere Leistungen noch bekommen. In einem zweiten Schritt sollen sämtliche Leistungsbeträge zum 1. Januar 2025 angehoben werden. Ganz konkret ist es so, in der Pflegeversicherung ab dem 1.7.2023, für viele Rentnerinnen und Rentner ganz, ganz wichtige Geschichte, werden Pflegebeiträge steigen, aber auch sinken. Hört sich komisch an, ist aber tatsächlich so. Für Versicherte mit keinem oder einem Kind steigen die Beitragssätze. Der Beitragssatz wird zum 1. Juli 2023 um 0,35% auf 3,4% angehoben. Der Kinderlosenzuschlag wird von aktuell 0,35% auf 0,6% Beitragssatzpunkte angehoben. Ja, also das ist für diejenigen, die keine Kinder haben, eine bittere Pille. Das heißt also, zum 1.7.2023 wird sich trotz Rentenerhöhung netto die Rente absenken. Das ist wohl ganz klar. Diesen Zuschlag zahlen die Arbeit, also diesen kinderlosen Zuschlag zahlen die Arbeitnehmer allein. Der Arbeitgeber übernimmt davon nichts. Wer keine Kinder hat, zahlt also künftig 2,3%. Der Arbeitgeber übernimmt hiervon maximal 1,7% den kinderlosen Zuschlag, also letzten Endes allein. Für Versicherte ab dem zweiten bis zum fünften Kind dann auch noch bis maximal 25. Lebensjahr dieser Kinder sinkt der Beitragssatz um 0,25%. Weitere Punkte des Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetzes: Die Leistungen in der Pflege werden dynamisiert, die Pflegekosten in den Heimen gebremst. Zudem wird es pflegenden Angehörigen erleichtert, Unterstützung zu beantragen und zu erhalten. Ich werde zu diesem ganzen Thema Pflegeversicherung, Pflegereform zum 1.7.2023 auch nochmal ein neues Video drehen. Das ist also sehr, sehr viel, was sich da tut. Gehen Sie bitte davon aus, die Pflegeversicherung ist eine Teilkaskoversicherung. Und wir wissen ja, dass viele, viele Menschen wirklich hier finanziell am Limit sind. Und ich wünschte mir eigentlich vom Gesetzgeber, dass die Pflegeversicherung eine Vollkaskoversicherung wird. Aber da traut sich noch niemand dran. Wir haben Kosten derzeit im Jahr insgesamt in der gesetzlichen Pflegeversicherung von sage und schreibe 60 Milliarden Euro. Und die Kosten steigen jedes Jahr immer mehr an. Also diese Pflegeversicherung ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich erwarte in den nächsten Jahren weitere sogenannte Reformen. Das heißt, die Beitragssätze werden deutlich nach oben gehen. Fünfte Änderung für Sie. Ab Juli 2023 wird die Pfändungsfreigrenze erhöht. Das ist für Rentnerinnen und Rentner eminent wichtig, die Pfändungen zu ertragen oder zu erdulden haben. Ja, die Pfändungsfreigrenze von Arbeitseinkommen, Renten werden wie Arbeitseinkommen gesehen, wird durch ein neues Gesetz im Juli 2023 erhöht. Sie beträgt dann 1.409,99 Euro Nettoeinkommen. Zuvor lag sie bei 1.339,99 Euro. Also hier geht es um 70 Euro hoch. Das Thema Pfändung, ich hatte es schon gesagt, ist für Sie möglicherweise wichtig. Deshalb sollten Sie sich diese Änderung, die es vor allen Dingen von Ihnen betrifft, unbedingt merken. Sechste Änderung ist auch eine wichtige Änderung, die vielleicht den einen oder anderen Rentner oder Rentnerin betreffen kann, obwohl ich dazu sagen muss, dass ich es besonders schämenswert finde, in einem so reichen Land wie Deutschland, dass Rentner überhaupt zur Grundsicherung oder zum Bürgergeld rennen müssen. Also es gibt wichtige Änderungen im Bürgergeld. Inzwischen ist ja das Bürgergeld ein halbes Jahr alt. Früher hieß es ja Hartz IV und hat ja das Bürgergeld tatsächlich vom Namen her zumindest das Hartz IV ersetzt. Zum 1. Juli 2023 gibt es ein paar wichtige Änderungen. Die Einkommensgrenzen für Menschen unter 25 Jahren wird stark erhöht. Bis zu 520 Euro monatlich Einkommen neben dem Bürgergeld sind ab dem 1.7.2023 anrechnungsfrei. Finde ich, ist eine gute Sache. Soll ja auch ein kleiner Anreiz sein, dass junge Leute dann tatsächlich versuchen, aus dem Bürgergeld rauszukommen, wenn sie sich einen Job suchen.
Bis zur Minijobgrenze sind diese Bezüge anrechnungsfrei, also bis aktuell zu einem Verdienst von 520 Euro. Sie wissen auch, der Minijob wird laut neuester Gesetzeslage seit Oktober 2022 immer dynamisiert. Das heißt also, wir werden hier wahrscheinlich auch einen Rückgriff auf die dynamisierten Einkommensgrenzen beim Minijob haben. Mutterschaftsgeld zählt nicht mehr zum anrechenbaren Einkommen. Das finde ich ist eine gute Sache. Erbschaften werden in Zukunft dem Vermögen und nicht mehr dem Einkommen zugerechnet. Bürgergeldempfänger bekommen ab dem 1.7. bei einer medizinischen Reha Bürgergeld und müssen kein Übergangsgeld mehr beantragen. Die Freibeträge für Erwerbstätige werden auf 30% angehoben. 30% Einkommen zwischen 520 Euro und 1000 Euro dürfen Bürgergeldempfänger ab dem 1.7.2023 behalten. Damit steigt das Einkommen um rund 48 Euro. Ja, meine Damen und Herren, das waren sozusagen die wichtigsten Änderungen ab dem Juli 2023 oder für den Monat Juli 2023. Ich weiß, dass es mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch viel, viel mehr Änderungen gibt, die vielleicht für Sie interessant sind. Aber ich denke mal, wenn wir Ihnen hier 6 oder 7 Änderungen präsentieren, dann ist das erstmal ausreichend zum groben Überblick. Eine kleine wichtige Änderung auch noch vielleicht, die kommen wird, ist die Änderung bei der Gasumlage. Ach so, ja, ich hätte es fast vergessen. Ich bin ein leidenschaftlicher Radsportfan und ab dem 1.7.2023 startet wieder das größte Radsportrennen der Welt, die Tour de France. Es dreht sich vor allen Dingen um die Frage, wer diese Tour im Jahr 2023 gewinnen wird. Ist es der Pogacar, ist es Primus Roglic, ein wunderbarer Sportsmann, oder der Dene Vingegaard, der letztes Jahr im 2022 dem Pogacar sozusagen die Tour aus der Hand gerissen hat. Ich erwarte wirklich packende Duelle in den Bergen und hoffe, dass der Beste gewinnen wird. Vielleicht haben wir ja sogar dieses Jahr einen Außenseitergewinn, den niemand auf der Rechnung hatte. Näheres zum Thema Änderungen im Juli 2023 für Rentner finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.